Der Geruch von kalten Kippen. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen, Harvey? Nein, ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Also Harvey, dass du raus, hätte ich nie von dir gedacht. Du alter Scheißhase. Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insiderwissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Eschers Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals auch, ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel in Edna bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Mich überkommt ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Eingetrocknete Kotze, ja, köstlich, 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 köstlich. So, da wollen wir ein bisschen kickern hier, wa? So, wer zockt denn mit mir? Der ist kaputt und der Ball fehlt. Och. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Fass, da ist doch was drin. Löffel? Das soll ein Löffel sein? Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Das ist bestimmt so eine Schippe oder sowas. Ach, verdammt. Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Ja, ich glaube auch. So, Mr. Barmann. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Ja, Alter. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Edna! Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Peter, Happy Birthday to you. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt.
Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich auf... Ja. Ach ja, genau. Ja. Du sollst sie aufmuntern und... du sollst sie vor allem... Du sollst ihn aufmuntern und die macht genau das Gegenteil. Das ist ja... Naja. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch? Du wolltest... Ja. Ach, ja. Kommt ein Mann zum Arzt. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja, was? Du wolltest mich auf... Ach ja. Ja. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Ich allerdings auch. So, was haben wir denn hier noch? Eine Cocktailkarte. Können wir uns die mal klauen? Geht nicht. Cocktailkarte. Wozu der wohl gut ist? Ja, benutze ihn mal. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ach, wir haben die Cocktailkarte geklaut. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Haha, Flachwitz. So, Neonschild. Das ist so 80er. Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie
ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einen einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. So, den Barmann, du alte Sauklaue, hier benutzen. Barmann, einen Drink bitte. Der dulde dich einen Augenblick. Aber der hat doch... Ja, das klappt nicht so ganz. Also hauen wir mal ab hier. Was? Ein Generalschlüssel? Hier? Ach, guck mal an. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Nimm doch einfach diesen verdammten Schlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Nimm mich mit, Edna. Nimm mich mit. Das ist Kunst. Ach, Krampf. Naja. Ich speichere mal kurz und mache dann mal eine... Nein, hier. Aufnahmepause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.